Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschler und schaut mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und heute befinde ich mich auf dem PTR zu Patch 8.3 und wir wollen eine Geschichte nachgucken, die mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Denn ich hatte ja euch ja schon zwei Videos gebastelt über die Inselkisten, die jetzt dann bald kommen werden. Und da gab es eine Geschichte, die nicht ganz so geklappt hat. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen schneller erklären, weil ich habe, wie gesagt, schon zwei Videos dazu gemacht, aber zum groben Ablauf. Es ist so, es gibt ab Patch 8.3 Kisten für Inselwährung, also die Seefahrerdublonen, und in diesen Kisten können allgemein die Items von den Inseln drin sein. Und zwar alle, sowohl die Transmog-Sachen, die Toys, Pets, Mounts, was uns jetzt quasi interessiert. Und das ist halt abhängig davon, was es für eine Kiste ist. Die Kiste sind auf einer Rotation, also sprich, jede Woche sind andere Kisten da. Die heißen immer auch so wie die Inseln. Die sind übrigens unabhängig von den Inseln, was die Woche da sind. Also das sind zwei unabhängige Rotationen. Und unter den Kisten steht dann auch immer ein Text, was für Mobs drin sind. Zum Beispiel die Kisten, die wir heute aufmachen werden, sind jetzt hier quasi drin der Loot von Makura, Murlocs, Nagern. Genau. Dementsprechend müsste da auch das Quallenmount drin sein. Und um jetzt vielleicht die Thematik von den letzten beiden Videos aufzufassen, ich habe mir mal angeguckt, wie die Droprate ist von den Mounts. Da gab es auch schon andere Videos, wo ich dann auch mal was noch gezeigt hatte, einen Ausschnitt von dem anderen, wo dann Leute die Kisten aufgemacht haben und wirklich jede dritte, vierte Kiste einen Mount rausgezogen haben. Also die Drop-Chance ist insane hoch, zumindest noch auf dem PTR. Das mag vielleicht auf dem Live-Server dann nochmal angepasst sein. Und da ich ja auf dem Live-Server so gut wie alle Mounts habe, und mir nur das Quallen-Mount gefehlt habe ich dann halt gewartet, bis die richtige Kiste da ist. Also wie gesagt, das müsste die hier sein, die Bergungsgut vom Wispernden Riff, und habe da mal ein Kisten-Opening gemacht. Das ist jetzt schon eine Weile her. Und ich habe innerhalb von 100 Kisten keinen Quallen-Mount rausgezogen. Ich habe das auch mit anderen Kisten getestet, weil bei diesen Insel-Mounts ist es ja nicht so ganz safe, dass das eine nur von den Nagern droppt. Man hat auch spekuliert von den Saurocks oder von anderen Meeresbewohnern, dass das Quallen-Mount droppen kann, aber nirgends war es drin. Also ich habe mehrere Tests gemacht und habe auch von mehreren Stellen gehört, dass anscheinend alle Mounts in den Kisten drin sind, bis auf das Quallen-Mount. Hat mich natürlich ein bisschen demotiviert. Ich habe 5.000, 6.000 Inseln gelaufen, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Und dementsprechend habe ich alle Mounts bis halt auf das Quallenmount. Jetzt kommen die Kisten und genau das Quallenmount ist nicht drin. Ist ein bisschen Kacke an der Stelle. Jetzt gab es anscheinend einen Fix und es soll anscheinend drin sein und genau das wollen wir heute testen. Also sprich, dieses 100-Kisten-Ding aufmachen, das gleiche Video habe ich schon gemacht. Anscheinend bevor der Fix ist. Oder mir wurde erzählt, dass es ein Fix gekommen ist und wir gucken jetzt einfach mal, ob es stimmt. Ist das Quallenmount jetzt drin? Ist mein Leben quasi für Inseln gerettet? Weil sonst muss ich wieder Inseln spammen, in Anführungszeichen. Okay, muss ist immer so eine Sache, aber in Anführungszeichen muss ich wieder Inseln Hardcore spammen, dass ich das Mount kriege und das möchte ich ungern, weil ich ja vor allem auf dem Live-Server mit Main über 20.000 Münzen habe und ja, das echt ärgerlich wäre. So. Das soweit zum Vorgeplänkel. Wenn euch das jetzt nicht ganz so klar geworden ist, wie gesagt, ich verlinke euch die älteren Videos, wo ich das genauer erkläre. So, wir machen jetzt das mal auf. Ich habe mir 100 Kisten geholt. Ich hoffe, ich kriege das Quallenmount raus. Also, erste Kiste, niente. Zweite Kiste, nichts. Dritte Kiste, nichts. Ach, wehe, die haben das nicht gefixt. Vierte Kiste, ich hasse mein Leben. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also, wenn wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kisten aufgemacht und es ist ein Quallenmount drin. Jetzt schauen wir aber. Okay, noch ein Quallenmount drin. Habe ich das jetzt gar nicht gekriegt? Ach, weil es wahrscheinlich einzigartig ist. Okay, aber es ist gerade noch ein Quallenmount rausgedroppt. Kriege ich das dann per Post oder wie läuft das dann? Muss ich gleich mal gucken. Jetzt habe ich nämlich Post. Oh, ich wollte gerade was anziehen. Und noch ein Quallenmount. Ernsthaft? Also, jetzt müssten schon zwei Quallenmounts in der Post sein. Ist das jetzt hier nochmal eins oder war das von vorhin? Es sind schon drei Quallenmounts in der Post. Okay, jetzt machen wir ein bisschen schneller auf. Okay, Quallenmount Nummer 4. Oh, okay. Also, ihr seht, die Drop-Chance ist jetzt genauso wie bei den anderen Mounts tatsächlich. Da ist nämlich das vierte Quallenmount jetzt in der Post. Eins habe ich schon im Inventar liegen.
Wir müssen jetzt bloß gleich das Inventar ein bisschen aufräumen. Ich will dann sehen, was ich auf 100 Kisten raus habe. Klar können wir da natürlich keine genaue Drop-Chance ermitteln. Brauchen wir nicht drüber reden. Gesetz der hohen Zahlen, umso mehr Daten wir haben, umso genauer wäre die Chance. Aber zumindest können wir schon mal so grob schauen, in welche Richtung es gehen würde. Ne? Dementsprechend werden wir jetzt die anderen auch noch aufmachen, verkaufen das Zeug mal, um so ein grobes Ding zu haben. Wir haben jetzt aber alleine schon, ich schätze mal so 20 Kisten haben wir jetzt aufgemacht, haben schon 5 Mounts raus. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja? Ich hatte nämlich auch Kommentare unter dem anderen Video, wo ich dann auch, also angemacht, klingt jetzt zu viel, aber so, ja, was erwarte ich denn? Mach 100 Kisten aus und erwarte, dass ein Mount dran ist. Ich habe das halt erwartet, weil es bei allen anderen Mounts auch die Dropchance so ist, wie ihr jetzt hier seht, macht ein paar Kisten auf und habt dann 5 Mounts quasi, ne? Und deswegen war diese Erwartungshaltung da und sie hat sich ja jetzt bestätigt, das war anscheinend ein Bug, den Blizzard gefixt hat, aber da muss man natürlich auch immer ruhig bleiben, ist PTR, früher stand manchmal, oh, da ist noch ein Quallen-Mount. Und dann kann das natürlich schon sein, dass Sachen nicht funktionieren oder noch nicht funktionieren und Blizzard dann noch dran was macht. So ist es jetzt gut gelaufen. Beschissener wäre es natürlich, wenn das Ganze live geht und Blizzard dann erst nach 5 Monaten das fixt und man zwischendrin einen Haufen Zeit investiert, jetzt hier Inseln zu farmen. Und dementsprechend, ja, da versucht, noch was rauszuholen. Das Gute für mich ist jetzt, ich weiß, das Quallenmount ist drin, ich krieg's so safe, ich brauche nicht Inseln spammen bis zur Vergasung und kann auch dann ganz gechillt hergehen und, oh, kann die Pets verkaufen? Nee, anscheinend nur das Fledermaus-Pet. Und kann dann ganz gechillt hergehen und schauen, okay, in welchen Kisten kriege ich jetzt Transmog-Items raus, die am meisten wert sind, ne? Weil die Dings habe ich alle. Die Mounts dann, wenn ich das Quallenmount habe, die Pets habe ich sowieso alle. Ihr seht jetzt, es sind hier schon einige Mounts. Wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 im Inventar. Sind wir bei 8 und wir haben noch nicht mal die Hälfte der Kisten aufgemacht. Also mir scheint, die Chance ist schon relativ gut. So, schauen wir mal. Jetzt haben wir schon nahezu alle aufgemacht. Ich muss das bloß immer zwischendrin wieder verkaufen, weil mein Inventar doch nicht ganz so viel hergibt. Und man sieht leider die Quallenmounts jetzt unten nicht im Chat, wie viel ich rausgezogen hätte. Und sonst wird der ganze Postkasten quasi vollgemüllt. Aber ich schätze, dass die Dropchance irgendwas zwischen 5 und sogar vielleicht 10% liegt. Irgendwie sowas in dem Rahmen. Ja, werden wir jetzt aber gleich sehen, sobald wir alle Kisten aufgemacht haben. Und dann können wir so etwa das ermitteln. Wie gesagt, ich habe da von Leuten Videos gesehen, die da rausgezogen haben ohne Ende an Mounts. Leider konnte ich es selber bis jetzt nicht testen, weil wie gesagt, das Quallenmount ist das Einzige, was mir noch fehlt. Und dementsprechend ist da die Problematik, wenn ihr die Mounts schon gelernt habt, dann droppen sie nicht mehr. Ja? Also sprich, ich könnte jetzt die anderen Kisten noch und nöcher aufmachen. Wenn man quasi die schon gelernt hat einmal, dann kann man sie nicht mehr kriegen. Deswegen gibt es auch keine Doppelprocs auf den Inseln. Mount, was ihr schon gelernt habt, könnt ihr nicht nochmal kriegen. Außer ganz am Anfang weiß ich das, dass da ein Kollege zweimal dasselbe Mount gezogen hat. Das hat Blizzard anscheinend erst mitten vom Add-on quasi gepatcht. Genau, so, wir haben alle Kisten aufgemacht. Wir haben 1 im Inventar. Und wie viel haben wir jetzt hier noch? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 12 Quallen-Mounts haben wir rausgezogen auf 100 Kisten. Das bedeutet für uns, also ne, 12 von 100 sind halt 12%. Ich will jetzt nicht sagen, dass es 12% sind, aber so in etwa geht es in die Richtung. Ich schätze mal, dass es um die 10% sind, was man eine Drop-Chance aus einer Kiste hat. Wenn ihr jetzt seht, wir haben quasi hier die blaue Kiste kostet jetzt 120 und die epische 175. Also man kann mit wahrscheinlich 1000 bis 2000 Münzen kann man easy sich einen Mount rausziehen. Und ihr müsst bedenken, es gibt viele Kisten, wo verschiedene Mounts mit drin sind. Also ich glaube, es gibt eine Kiste, das sind allgemein so die Wildtiere. Da ist dieser Hirsch mit drin, die Fledermaus und noch ein, zwei andere Sachen. Da gibt es eine Kiste, wo 3, 4 verschiedene Mounts rauskommen können. Ja? Also sowas gibt es auch. Dementsprechend kann man wahrscheinlich mit ein paar tausend Münzen, wahrscheinlich 5.000, 6.000 Münzen, ist es bestimmt möglich, sich fast alle Mounts rauszuziehen.
Also ist natürlich eine schicke Sache. Ich an meiner Stelle habe natürlich jetzt einen Haufen Inseln gefarmt und jetzt kann man es wesentlich leichter kriegen, aber ich gönn's den Leuten, die dann ihr Mount bekommen. Hauptsache, das Quallenmount ist jetzt auch drin. Ich bin jetzt froh. Ich war die richtige Entscheidung, mit Inseln erstmal zu pausieren und auf Blizzard zu vertrauen, dass sie das gefixt bekommen. Hier nochmal ein Gruß an Cabrita raus, der hat mich darauf hingewiesen, dass sich da was geändert hat. Und ja, damit wären wir durch. Ich lerne jetzt mir einmal die Gischqualle, die habe ich mir jetzt verdient. Und ich hoffe, dass ich sie auf dem Live-Server dann auch noch rausziehen werde. Und was so schön ist, ach nee, das kann ich nicht machen, da muss ich erst eine Warfront in im heroischen Modus gewinnen. Egal. So, das war's eigentlich mit dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch noch an Inselmounts fehlen. Was denkt ihr über die Drop-Chance? Denkt ihr, da machen sie noch was? Oder meint ihr, das ist genauso richtig und so soll das released werden? Würde mich über eure Kommentare und Meinungen freuen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.